So, wir sind hier auf unserer großen Weide. Das hat locker mal 15 Hektar. Und hier macht Roundpen-Arbeit besonders Spaß. Allerdings nicht, wenn man auf seinen eigenen Beinen sich bewegen muss, falls ein Pferd mal wegläuft, sondern es macht dann Spaß, wenn man schnelle Beine hat und einen athletischen Körper. Und deswegen gehe ich jetzt zu dem Pferd, um das es geht. Das ist mein Serio. Da gibt es schon ein Video, wie er mit Doppellonge und mit Plastiksachen behangen ist und ziemlich nervös ist. Daran hat sich nicht viel verändert. Er ist auch ein paar Mal hat er sich losgerissen und ist über die Wiese geschossen, hat Zäune eingerissen und so weiter. Deswegen möchte ich jetzt eine neue Strategie probieren und ich möchte ihn in Freiheit arbeiten. In Freiheit nicht im Runpen, weil da funktioniert alles perfekt, sondern in Freiheit auf der großen Weide. Wie gesagt, im Runpen ist alles perfekt, aber hier auf der großen Weide, da kann es dann schon noch passieren, dass er davonläuft, sich entzieht und schon beim Aufhalten, dann macht er oft große Schwierigkeiten. Gut, jetzt haben wir mal, wie Serio reagiert. Das ist der dunkelbraune Spanier, 5 oder 6 Jahre alt. Sein bester Freund steht neben ihm, Ricky, und von dem möchte er sich nicht gerne trennen. Okay. Wenn das Halfter weg ist, dann kommt die Wahrheit. Wir wollen mal schauen, wie Serio denkt, wenn ich ihm das Halfter wieder abnehme, ob er dann bei mir bleibt, so wie er es im Roundpen tut, oder ob er die Freiheit nutzt und wegläuft. Das würde ich gerne sehen, wie eng die Bindung ist, wenn... Jawohl, gut. Gut, ja, super, okay, und komm, hier komm, gut, ja, toll, schön, komm, yes, gut, guck, jetzt haben wir den Estepeño verloren. Yes. Gut. Die Versuchung ist da, mich zu verlassen. Wird vielleicht auch passieren. Gut. Und dann nehme ich mir mein Reitpferd. Und dann kann ich auf Augenhöhe und mit gleicher Sportlichkeit, gleicher Ausdauer, gleicher Kraft mithalten. Jawohl. Gut. Ja, jetzt ist das gekommen, was sich schon angekündigt hat. Also Serio ist irgendwohin verschwunden. Ich muss es ihm also von mir wegzugehen unbequemer machen, als ich das auf meinen eigenen Beinen kann. Deswegen habe ich den guten Estepeño vorbereitet, der mir dabei hilft. Und Serio rennt. Wir sparen natürlich Energie, genau wie im Roundpen machen wir den kleinen Kreis. Hey, hey! Und Serio, hey, 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 findet jetzt keine Ruhe mehr, es sei denn bei mir. Er wird versuchen, bei der Herde da oder dort anzudocken. Hey, hey, die einzige Möglichkeit anzudocken, findest du bei mir. Wir sparen ein bisschen Kraft, das kann ja länger dauern. Und deswegen tragen wir halt hinterher und warten, bis Serio Verhandlungsangebote macht. Das heißt, nicht mehr rennen, sondern uns sich zuwendet, stehen bleibt, hatsch, wenn wir, hey, hey, hatsch, hatsch, da wird er natürlich langsam und sagt, hey, 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 da machen wir besonders Druck und sagen, es wird jetzt nicht mehr gefressen, hatsch. Ja, seht ihr das? Nur ein Pferd läuft, dass das gemeint ist. Die anderen sind Energiesparer. Und wir schauen mal, wenn wir ihm jetzt den Weg ein bisschen abschneiden und ihn nicht mehr zur Herde lassen und dann geht es schon los. Jetzt ist es so. Das ist der Moment, wo das Pferd umschaltet
und uns seine Aufmerksamkeit schenkt. Und jetzt gilt es, mit Annäherung und Rückzug Vertrauen zu schaffen und zu sagen, wenn du rennen willst, wir können rennen. Aber wenn du bereit bist, dich uns anzuschließen, meiner Herde, gut, dann ist das eine gute Idee, weil dein Leben wird bequemer. Er ist aufgeregt, aber er ist bei uns, das ist schön. Wenn ich jetzt stehen bleibe, rennt er nicht weg, sondern er wendet sich uns zu. Unzählige Male ist er bei diesen Spielen auch schon davongelaufen. Wenn ihm der Druck zu schwer wurde, so, da ist er schon. Hatsch! Und dann gilt es zu sagen, das kannst du das mal machen. Aber es wird immer anstrengende Konsequenzen haben. Hatsch! Er möchte hier zu seinem Freund, Ricky. Very good. Also ich arbeite jetzt so lange daran, bis ich ihn berühren kann. Wenn ich freundlich auf ihn zukomme, er sich nicht mehr entfernt. Gut. Gut. Jawohl. Ja, fein. Hoho. Jawohl. Das war doch schon mal was. Du musst es ein bisschen kontrollieren lernen. Gut. Gut, very good. So, jetzt ist es also gelungen, mein Pferd aufzuhalftern. Und jetzt möchte ich ihm mit dem Seil und dem Halfter beibringen, was ich als nächstes von ihm möchte. Nämlich, dass er mir folgt. Und nicht, weil das Seil ihn zieht, sondern weil er das als die Position erkennt, die er einnehmen soll. Leitstute geht voraus. Er geht hinterher. Ich möchte nicht, dass er mich überholt, nicht, dass er so präzise folgt, wie er gerade das gemacht hat, sondern dass er hinter mir bleibt, dass er das im Schritt macht, dass er alle Richtungen, die wir gehen, einfach mitmacht. Und wenn er das gemacht hat, ohne dass er am Seil zieht und immer fleißig mitkommt, dann kommt die nächste Stufe der Abrüstung. Ich sage ihm jetzt, hinter mir ist die Komfortzone. Hopp, gut. Jawohl. Hopp. Ja. Ganz fein. Gut. So. So, jetzt machen wir hier mal ganz robust. Ein Voltigiergurt drauf oder irgendwie so ein Longiergurt, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Ja, ich brauche den, weil mein Pferd immer noch auf alles, was auf seinem Rücken ist, sehr sensibel, um nicht zu sagen ängstlich reagiert. Und jetzt möchte ich hier zwei gelbe Säcke dranhängen und dann mal schauen, wie Captain Sensible darauf reagiert. Ja, das Pferd ist in Angst und Schrecken und ich sage, man muss mit diesen Sachen klarkommen. Entweder man überlebt, man gewöhnt sich dran oder ich weiß auch nicht, was die Alternative ist für so einen jungen, hübschen Burschen. Jawohl. Gut. So, einen riesen Aufstand machen. Ja. Wir wollten auch noch einen zweiten dran machen. Do you remember? Und vor allen Dingen wollen wir das hier verknoten. Gut. Ja. Jawohl. Ja. Machen wir jetzt jeden Tag ein mehr dran. Irgendwann muss man sich ja dran gewöhnen, dass es gelbe Säcke gibt. Yes.
Also, was jetzt passieren kann und vielleicht da wird, dass es sich mitsamt dem Seil losreißt. Ich lasse ihn auch. Ich lasse mit Absicht das Seil dran, dass es unbequemer wird. Und falls er irgendwo landet, dass man ihn auch leichter wieder einfangen kann. Gut. Yes. Yes, yes, yes. So. Und von jetzt an versuche ich gar nicht mehr, ihn festzuhalten, sondern ich sage, hey, entweder du bleibst bei mir und erkennst, dass das das Beste ist, oder du rennst eben. Dann renn um dein Leben. Ich kann es nicht ändern. Wir haben schon einige Ausritte gemacht. Im Nachhinein wundere ich mich, dass ich es überstanden habe. Bei dem Nervenkostüm. Wenn es da einmal knistert, vielleicht das Handy klingelt, dann sitzt man da auf einem Pulverfass. Gut. Okay. Let's go. Go. Gut. Jawohl. Gut. Ja. Gute Idee. Ich bin überrascht, dass du noch da bist. Ja. Hopp. Und jetzt kommt, was kommen musste. Hey, Mister. Oh, gut. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du bist die Dinger gleich los, wenn du dich ein bisschen zusammenreißt. Oder du rennst wieder los, wie ein Geisteskranker. Ich vertraue darauf, dass du ein bisschen was gelernt hast. Hoho. Hey. Schlaues Kerlchen. Gut. So, ich habe hier ein Prinzip benutzt, was man in der Natur kennt. Ein junger Hengst bricht in eine Herde ein und reklamiert Stuten oder einen Teil der Herde für sich. In diesem Fall habe ich Serio für mich reklamiert. Der junge Hengst macht so lange Druck auf die Herde, dass sie wegbleibt, und Druck auf das Pferd, was er haben will, oder die Pferde, die er haben will, und schiebt es nach vorne, bis sie sich in Anführungszeichen freiwillig anschließen. Und diesen Prozess haben wir jetzt erreicht. Serio hat sich von dem Rest der Herde verabschiedet. Er bleibt bei uns, sagt, ich gehöre jetzt zu euch. Und damit ist die Session durch. Und morgen schauen wir mal, ob wir das noch ein bisschen stabilisieren können und ob wir noch mal einen Sattel und ordentlich Zeug drauf packen. Und er mehr und mehr in Freiwilligkeit diese Geräusche und diese Sachen erträgt und nicht, weil er gezogen und gezerrt wird, so wie wir es eigentlich die meiste Zeit erfolgreich tun. Aber andere Pferde brauchen dann andere Methoden, und jetzt probieren wir mal und schauen mal, wie weit wir mit Serio kommen, wenn wir es ohne Halfter und ohne Seil probieren. Heute ist der zweite Tag unserer Intensivarbeit mit Serio. Gestern ist er mächtig über die Wiese geflitzt, nachdem er diesen Longiergurt mit den gelben Säcken um hatte. Und ich bin sehr gespannt, wie es sich heute verhält, wenn ich ihn aufhalftern möchte. Ich habe Estepenio schon mal gleich mit dabei, dass, falls er wegläuft, ich mein Pferd besteigen kann. Und dann beginnt das Spiel, so wie wir es gestern hatten. Super. Super. Weißt du, ich glaube, wir haben einen Job. Hey, Archa! Gut. Nicht durchlassen. Gut. Wow. Hey, my boy. Gut. Yes. Come along.
Good. Yes. Very good boy. Super. Gut. Das machst du toll. Jawohl. Ja. Super boy. Ja, komm. Ja. Gut. Hey boy. Just look at this. Gut. Ja. Hey, hey, hey. Yes. Ho, ho. Esther, wenn du hier bliebest, wäre das ganz schön. So, die Herde hat weniger darauf reagiert, nicht gar nicht, aber weniger, fürs zweite Mal ganz okay. Estepenio hat viel weniger reagiert und jetzt denke ich, kann es ganz schnell gehen, dass wir den kleinen Serio wieder hierher holen und dann die Belästigung für heute sogar noch ein bisschen erhöhen. Und vielleicht lassen wir sie ihm den ganzen Tag drauf, dann soll er damit spazieren gehen. Was hältst du davon, Este? Wir schauen mal, wie er reagiert. Der Hübsche, da unten steht er. Ho, ho. Husky. Good. Very good. Come. Come. Hop. Die Hinterhand muss weg. Da. Das hier. No, no, no. Hop. Interessant, wie er immer wieder bei dem Friesen und bei dem Araber seine Ruhe findet. Also er hat Ruhe. Da, wo er vertraut, kann er dieses Plastikzeug aushalten. Und da bleibt er in der Nähe. Aber uns vertraut er noch nicht und respektiert uns nicht. Deswegen wird es noch ein bisschen dauern. Immer wieder das gleiche Gesetz. Wenn es mir gelingt, ihn von seiner Herde zu isolieren, ist er verhandlungs- und gesprächsbereit. Okay. Und komm. Hopp. Ja. Komm. Jawohl. Gut. Ja, fantastisch. Yes. Come boy. Ganz toll. Und komm. Wir müssen da lang. Ja, gut. Komm. Hey yo, hey yo, hey yo. Stay with me. Gut. Hey, das war eine großartige Leistung. Gut. Ja. Gut, komm.
Und komm. Hopp. Ja, ganz super. Damit können wir es belassen. Super. Komm. Ja, komm. So, das war die zweite Session. Hat auch wieder so eine Stunde ungefähr gedauert. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, dass dieses Pferd jetzt hier in Freiheit bei uns steht und seinen dringenden Drang, zu irgendwelchen anderen Pferden zu gehören, jetzt umgewandelt wurde. Und er sagt, jawohl, wenn es denn so ist, dann seid ihr halt meine neue Herde. Und dann finde ich da meine Sicherheit. Und es war auffällig, man kann natürlich sagen, wie kann man nur das arme Pferd in Angst und Schrecken versetzen? Man hat gesehen, dass er völlig ruhig war und sich nicht mehr um die Plastiktüten gekümmert hat, als er bei den Pferden stand, wo er stehen wollte, an der Raufe. Und er war nur unsicher mit Außenreizen, wenn er sich nicht sicher gefühlt hat. Also ist es mein Ziel, das, was die Futterraufe dort oben, was der Friese und was ihm Ricky sind, in seinem Leben zu werden. Und dann wird er auch bei mir die Außenreize gut verkraften. Das ist der Plan. Und wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Bei diesem extrem nervösen Espaniolo.